Of course, we are totally disappointed. Yeah, and sad. It's nearly impossible to describe the situation with any words. I think it's normal in this situation to feel like this, but with a few days, with a little distance to this day, I think we can grow and take this experience for ourselves and for the team to just put it in our hearts and make us stronger for the future. It just hurts for us, but also congratulations to England. I think on this level and this final, you also need some luck, and we didn't have luck today as well. And of course, it was like very unfortunate for us, but I think we have a big and a huge squad. Also, Lea Schiller has so much quality and skills. Like the whole tournament, we had some corona cases. We always had to catch it up with our squad, and so we had today. And I think that wasn't the reason why we lost. Klar, es ist erstmal schwierig gegenüber der ganzen Enttäuschung jetzt, aber ich glaube, trotz alledem können wir sehr, sehr stolz auf uns sein, was wir für ein Turnier gespielt haben. Wir haben, glaube ich, allen gezeigt, was wir für eine richtig gute Mannschaft haben, was wir für eine Qualität in der Mannschaft haben, mit der richtigen Art und Weise in die Spiele gegangen sind. Und das macht mich auch sehr stolz, dann auch natürlich hierbei gewesen zu sein, und macht vor allem auch Spaß auf mehr. Und für mich persönlich, ich habe es, glaube ich, ein paar Mal gesagt, also für mich hätte es im Endeffekt nicht besser laufen können. Trotz alledem habe ich am Ende wieder diesen Nackenschlag bekommen, aber auch da komme ich wieder raus. Wer weiß, wie ich gespielt hätte, weiß man auch nicht. Also ich glaube, da darf man niemandem irgendwas abschlagen, dass sie jetzt hier nicht alles gegeben haben, dass sie sich nicht reingehauen haben und versucht haben, auch nach vorne zu spielen, torgefährlich zu werden. Also da jetzt zu sagen, mir wäre es einfacher oder leichter gewesen, finde ich völlig überzogen. Wir haben grandios viel positive Rückmeldungen bekommen, und das ist der Wahnsinn, und ich bin gespannt auf morgen, wenn wir in Frankfurt ankommen, wie wir da empfangen werden. Es gab so viel positive Rückmeldungen. Ich gehe davon aus, dass es auch morgen einiges loswerden sein wird. Und es ist auch einfach nur schön, auch Danke sagen zu können, auch wenn wir ohne Pokal nach Hause kommen können. Und ich glaube, das sind wir den Fans und den Deutschen einfach schuldig, dass wir das morgen auch machen. Ich hoffe, dass ganz viel erreicht wurde als Nachhaltigkeit vor allen Dingen. Also dass wir eben jetzt nicht die EM haben, die jetzt zu Ende ist mit heute, und alles ist dann so wie vorher, sondern wir haben natürlich die Erwartungshaltung, dass wir wirklich was losgetreten haben. Wir werden hartnäckig bleiben, werden an den Themen dranbleiben. Wir hoffen einfach, dass wir ganz viel Sichtbarkeit insofern auch erreichen, dass jetzt viele Mädchen wieder Lust haben, Fußball zu spielen, dass sich Strukturen verändern, dass sich Respekt und Haltung gegenüber unserem Fußball einfach verändert, und dass wir auch Strukturen optimieren. Also wir haben ganz, ganz viele Themen, aber die hatten wir auch vorher schon. Jetzt wollen wir den Moment nutzen, um vielleicht auch ein bisschen mehr Druck zu machen.